Weiter geht's mit Teil 2 des Interviews. Jetzt zur neuen Saison verlassen doch relativ viele Leistungsträger den Club. Wie schwer wird es sein, Leistungsträger wie Till Gloger, auch Kilian Dietz, Stefan Ilshöfer zu kompensieren? Jordan Warum? Geist, das war auch nicht vergessen, Karl Dengenis. Also, es ist gut, wieder einen kleinen Umbruch zu machen, glaube ich, in diese Zeiten. Weil die Mannschaft war ja relativ lange zusammen, 5 Jahre kontinuierlich das Herz zusammen. Das Herz hat sich wohl in den letzten 2 Jahren ein bisschen verschoben. Bei mir waren das doch klar Böck und Simon, Kevin und Thomas, Jos, als er da war. Und das ist deutlich verschoben nach Typen wie Till und Kyle auch und auch Jordan Geist letztes Jahr natürlich. Aber das stimmt auch wieder, weil, wie gesagt, die Philosophie von Christian ein bisschen anders ist als die meine. Das heißt auch, dass dann die Leistungsträger in seinem Stil oft andere Personen sind. Wir haben bei der Rekrutierung 2 Sachen im Mittelpunkt gestellt. 1, der Person, der wir rekrutieren, muss bei uns sein wollen. Und das heißt, in dieser Trierer Kultur sein wollen. Nicht nur in die Mannschaft oder in den Club oder was auch, in diesem Niveau. Er muss Teil dieser Kultur sein. Das ist etwas anders als bei einem Club, wo man nur reinkommt, spielt, weggeht. In Trier ist das echt breiter. Zweite ist, die muss in diese Invictus-Philosophie passen. Also, die müssen uneigennützig sein, die müssen hart arbeiten wollen, die müssen eine Definition von Leistungssport haben, die ich auch habe. Und das waren die 2 Grundlagen. Und da hat sich das sehr naturell, das ganze Prozess gezeigt. Und zum Beispiel Jonas Grof war da klar meine erste Wahl und Kalidou war auch meine erste Wahl. Und die sind beide gekommen, da bin ich sehr froh. Können Sie ganz kurz bitte die Stärken Ihrer neuen Spieler vorstellen? Also Jonas Grof ist ein Spielmacher von 2,1 Meter, der meiner Meinung nach ein BBL-Spielmacher ist und wenn er einmal die Chance bekäme, auch das zeigen kann. Und das ist in Europa jetzt, wenn du einen Point Guard hast von seiner Größe, die auch Führerkapazitäten hat und auch Organisationskapazitäten unter Druck auch wirklich seine Mannschaft führen kann, dann hast du einen europäischen Spieler. Also Jonas ist noch lange nicht ausgewachsen, sehr jung, fabelhafte Mentalität. Kalidou ist ein typischer nah am Korb Finisher, Scorer. Der nicht überragend über den Ring spielt, aber sehr fähig am Boden ist, sehr stark, sehr physisch. Und ich glaube, in meinem Stil ist es wichtig, dass man wenigstens einen Spieler hat, der das kann. Dann haben wir natürlich noch Brody. Das Interessante von Brody ist, er kann sowohl wie Jermaine mit seinem Gesicht zu Korb spielen, hat er einen Wurf und ist er athletisch genug, um 1 gegen 1 zu spielen, aber er kann auch mit seinem Rücken zu Korb spielen. Diese Vielseitigkeit neben Jermaine, Rob und Kalidou macht das perfekte Mischung, glaube ich. Also wir werden 4 unterschiedliche Typen auf die Inside-Position haben, die man alle andere Impulse geben können in der Offense. Und diese Mischung mag ich sehr. Und sowohl Rob als Jermaine als Brody kommen aus Kanada. Das ist auch ein Vorteil im Vergleich zu Amerika, weil die Kanadier ja FIBA-Regeln nutzen und keine Anpassungsprobleme haben. Vor der Saison wird immer nach dem Ziel für die Saison gefragt. Wir waren jetzt oft auch Sechster gewesen, die Trierer Basketballer. Was wünschen Sie sich da, wo Sie am Ende der Tabelle, am Ende von der Saison stehen? Also was ist Ihr Anspruch? Ich habe immer 3 Szenarios. Best Case, Normal, Worst Case. Best Case, ich finde, Trier verdient es wieder aufzusteigen. Und dann auch eine Nummer zu werden in die BBL. Mit Eigenheit, mit eigener Jugend. Wir sind noch nicht so weit, aber das ist mein Fokus. Wie lange es auch dauert. Ich möchte gerne diese Kultur noch wieder mithelfen zu stärken, noch mehr Mitglieder bekommen, auch im wirtschaftlichen Bereich, dass wir echt mit der Stolz dieser Region, dieser Stadt werden. Und dann wird es eines Tages wieder Aufstieg geben in die BBL. Jetzt ist es auch interessant, weil die Karten doch wieder neu gemischt werden, wegen dieser Situation einfach. Und dass hier das Jugendarbeit weiter gewachsen ist, gibt uns ein besseres Chance. Das ist 1. 2, sowieso in die Playoffs und dann das beste Basketball spielen, was wir spielen können, wie ich immer gesagt habe. Wie weit das reicht, weiß ich nicht. Ich gucke nicht so auf unsere Gegner. Ich gucke nur auf uns und ich bin sehr, sehr zufrieden mit, wie wir rekrutiert haben. Im Vergleich zu anderen Vereinen, welcher Verein finden Sie da hat jetzt im Sommer gut nachverpflichtet?
Wer steht vor Ihnen, wenn Sie jetzt aktuell vergleichen? Also Jena, Rostock und Bremerhaven haben natürlich Etats. Ich glaube auch Quakenbrück hat viel Geld. Da kann man mehr machen, kurzfristig. Aber am Ende der Saison sind die Playoffs, gewinnt man, wenn man die stärkste Mannschaft hat. Keine Ahnung, muss man sehen. Rostock hatte letztes Jahr auch ein hohes Etat, haben die Playoffs, war nicht in der Nähe von den Playoffs. Ich lege das nicht nur auf Geld. Ich habe meine eigene Erwartung und ich, wie gesagt, Best Case Szenario, normal, Worst Case habe ich alle im Kopf. Aber mein Ziel langfristig ist wieder, wie gesagt, diese gesunde Kultur noch stärker zu machen, mehr Mitglieder zu bekommen, das ganze Umfeld hier mitzureißen. Jedes Spiel 5000 Zuschauer, das wäre natürlich einer ideal. Aber dass die Menschen das noch mehr umarmen und dass wir dann auch aufsteigen zusammen. Mit, sehr wichtig, dieses Fundament von eigener Jugend auch. Ein ehemaliger Trierer Spieler, der bereits in die erste Liga aufgestiegen ist vor ein paar Jahren, ist Seba Herrera, den Sie auch hier anfangs lange betreut haben, zusammengearbeitet haben. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Wie stolz sind Sie auf ihn, dass er es nach ganz oben geschafft hat? Ganz oben ist er noch nicht, lass uns ehrlich sein. Er ist noch kein deutscher Meister und er ist noch kein Euroleague-Spieler. Sehr viel hängt ab von den nächsten zwei Jahren in Oldenburg. Ich hoffe, die machen ihn physisch noch wieder ein bisschen besser und geben mir wirklich die Chance, um europäische Spitzenbasketball spielen zu können. Dann kann er sein Ende-Potenzial erreichen. Dann könnte er auch, obwohl er ein bisschen klein ist für einen Dreier, könnte er wenigstens in die Eurocup-Niveau könnte er kommen. Wäre natürlich fabelhaft, wenn er auch Euroleague erreicht, das heißt in Berlin oder München spielen. Berlin gebe ich ihm richtig eine Chance, aber die haben ihren eigenen Aufbau. München hat bisher nie jugendliche Spieler eine Chance gegeben, nur etablierte Spieler und hat dabei nicht so gute Resultate geholt, also vielleicht, dass die auch mal eines Tages so etwas tun. Und wie stolz bin ich auf ihn, also eigentlich wusste ich schon immer, dass er, weil er so ein gutes Herz hat und so klug ist, dass das sein Niveau sein würde. Also alles Gute für ihn, toll, dass er jetzt hier auch noch trainiert hat. Er hat jetzt hier in Trier trainiert, oder? Er sitzt. Mike Zirbis ist da drin, Kili, Burke, Chase, aber selber macht auch mit. Okay. Noch zum Schluss eine Frage, oder Sie dürfen, wenn Sie wollen, eine Botschaft an die Trierer Fans senden. Zusammengefasst, worauf Sie sich jetzt in Ihrer zweiten Amtszeit freuen hier in Trier oder warum die Fans die Sommerpause ein bisschen verkürzt bekommen durch Ihre Botschaft jetzt, wenn Sie wollen. Also, es gibt in Deutschland fast keinen Basketballstandort, wo es so tief in den Wurzeln der Kultur ist, dass das Basketball Teil der Gesellschaft ist. Und das macht mich einfach unheimlich stolz, dass ich hier auch eine Rolle spielen darf. Es ist von uns allen und wir müssen das zusammen weiter wachsen lassen. Und dann werden wir wunderschöne Erinnerungen zusammen machen.